Hallo Leute, vor einiger Zeit habe ich euch die Mod Dino D-Day gezeigt, die ja nicht ganz so toll war. Zum Ausgleich gibt es heute eine gute Mod. Get Alive. Der Typ, den ihr gerade gesehen habt, ist der Protagonist der Mod. Er heißt Alexander Zemlinski, genannt Alex, und leidet seit 4 Jahren an Leukämie. Darum wohnt er bei seiner Schwester Rachel, die Biologin ist, und darum versucht, so gut es geht, ihrem Bruder zu helfen. Natürlich will Alex leben wie jeder andere auch und deshalb arbeitet er als Servicetechniker in der lokalen U-Bahn. Ist man denn im Untergrund angekommen, muss man erstmal ein Stück weit mit der lokalen U-Bahn fahren. So wie in gewissen anderen Spielen auch. Leider verpasst Alex so einen sehr wichtigen Anruf. Hören wir doch einfach mal rein. Die liebe Rachel kann noch so viel hoffen, es wird nichts bringen, denn Alex ist schon längst auf dem Weg zu einem defekten Generator. Das Gerät, was Alex hier in der Hand hält, ist die Flare Gun, die ihm als Taschenlampe dient. Offensichtlich steht in Alex' Arbeitsvertrag nichts über die Gewährleistung eines sicheren Weges. Und auch sonst ist der Zustand der Anlagen bedenklich. So, das wäre geschafft, Zeit zu gehen. Scheint nicht Alex Glückstag zu sein. Erst fühlt er sich beobachtet und dann Blut. Das ist nicht gut. Moment mal. Die Tür ist zu. Oh oh. Tja, so kann's gehen. Zuerst Ruhe und dann wird man von hinten niedergeschlagen. Tja, offensichtlich hatte Alex heute mal wieder einen dieser "Ich hätte im Bett bleiben sollen" Tage. Das Spiel wechselt sich vor allem im späteren Spielverlauf immer wieder zwischen solchen stillen Horrorsequenzen, in denen man es auch mit Zombies zu tun bekommt, und Actionsequenzen gegen Soldaten, wie sie später noch gezeigt werden, ab. Solche kleinen Rätsel wie das Finden einer Zugangskarte oder eines Schlüssels lockern das Spielerlebnis immer mal wieder auf.
So wie es aussieht, oder auch wie der Typ aussieht, hat Alex ein sehr ernsthaftes Problem. Auch die Flucht über den Fahrstuhl scheitert, also heißt es wieder durch Fenster kriechen und über Rohre und versuchen irgendwie zu entkommen, was zum Teufel ist. Was könnte Zombies? Na toll, auch das noch. Ja, solche Situationen erfordern besondere Fluchtmaßnahmen. Mit dem gewissen Ninja-Style. Oh, noch mehr Zombies. Ab durch den Lüftungsschacht. Was war das? Das hört sich nicht gerade gut an. Das ist brennende Zombies. Naja, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Die verrecken jetzt eben nicht, aber... trotzdem, dieses Tor sollte lieber ganz schnell aufgehen, bevor die noch näher kommen. Oh, das ist ja gleich eine ganze Horde. Puh, entkommen. Das Leben und auch dieser Tag sind mal wieder gerettet. Tja, von wegen. Denn kaum ist man entkommen, fällt Alex in solche... Albträume. Ja, genau. Die Albträume dienen vor allem dazu, das Heilsystem zu erklären. Alex' Körper ist in 4 Zonen aufgeteilt, die man mit Medkits heilen kann. Je nachdem, welche Zone stark beschädigt ist, behindert Alex eine der 4 möglichen Verletzungen links. Das Auge symbolisiert eine Sehschwäche, wie sie eben zu sehen war. Das wird durch Kopfverletzung verursacht. Die Zielscheibe zeigt, dass die Arme verletzt sind und Alex beim Zielen stark verwackelt. Das Symbol mit dem Bluttropfen bedeutet, dass Alex blutet und stetig ein bisschen Gesundheit verliert. Das kann man durch das Heilen des Brustkorbes oder durch den Knopf Blutung stoppen oben rechts beendet werden. Zu guter Letzt bedeuten die Füße, dass man wegen einer Beinverletzung nicht mehr sprinten kann. So, die Albträume sind vorbei und dieses Rohr wurde als primitives Schlagwerkzeug entdeckt. Eine Brechstange wäre schöner, aber man muss sich zufrieden geben mit dem, was man hat. Ach, und nach diesen ganzen Zombies ist die Welt schön. Ein Typ mit einem Smiley auf dem Shirt läuft rum, die Polizei läuft Streife und die Stadt ist herrlich sonnig wie eh und je. Nein, ich brauche nichts, danke. Oha, eine Pistole. Naja, die werden wir doch wohl nicht benutzen müssen, oder? Nein, ganz ehrlich, ist doch alles friedlich. Code, chemischer Alarm, was das? Tja, wie man hört, werden gerade die anderen Gegner neben den Zombies eingeflogen. Die Evils, Typen im Anzug, die Viren ausbreiten. Ja, genau. Die sollen verhindern, dass sie ein Virus ausbreitet. Ja, offensichtlich mit Schusswaffen schießen sie alles nieder, auch diese Polizisten. Naja, wenn es geschafft wird. Das ist die Anfangsausstattung. Man findet hier noch ein Sturmgewehr, diese FAM-90 und diese Granate. Aber warum führt die Ivis einen so blutigen Schlag gegen die Bevölkerung durch? Lassen wir doch mal diesen Wissenschaftler. Ja.
please. I'm working with your sister on the Tris HC1 project, you see. But we don't have time to discuss this. We'll talk about that later. The virus has been released in the city's laboratory. The EVs are here to eliminate the threat. They're exterminating everyone. They are certainly going to bomb our location. Come on, we have to get out of here. Find a safe place. Oh no, they're stopping. Hide! Tja, da ist Alex von einem ziemlichen Schlamassel geraten. Wie sein Abenteuer weitergeht, tja, dafür müsst ihr den Mod schon selber spielen.